Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und zwar jetzt nach langer Wartezeit ist er endlich da, der neue 10-Euro-Schein. Und so sieht er aus. Wir haben ihn heute frisch in der Filiale bekommen und wir haben uns doch relativ gefreut. Ja, ich finde den Schein an sich sehr schön. Von Merkmal her ähnlich wie auch der 5-Euro-Schein. Manchen Leuten gefällt ja das Rot nicht, kann ich gar nicht sagen. Also ich finde den Schein sehr schön. Kurz was zu den Merkmalen, das werde ich dann im englischsprachigen Video nicht erzählen, einfach weil mein Englisch nicht ganz so gut ist. Und zwar Wasserzeichen hier, in dem Bereich Europa. Dann hier diese Zahl wechselt vom Grün ins Blaue und hat auch immer noch, man sieht es gerade hier über meinem Finger, einen Streifen, der quasi noch ein bisschen mitwandert. Hier drüben einmal das Kippen vom Streifen ergibt dann verschiedene Motive. Und hier links, hier rechts und auch hier links, genauso wie auch hier den Schriftzug, kann man fühlen. Und dann auch hier noch die Sterne einmal ringsrum. Genau, Unterschrift, man sieht es hoffentlich gleich hier oben. Von Mario Draghi. Noch nur, man konnte es erkennen, der Fokus mag gerade leider nicht ganz so, weil es ist schon relativ dunkel gerade. Und hier unten nochmal kurz zur Rückseite, wieder in Arabisch, in Griechisch und auch in Kyrillisch. Ja, nochmal ganz kurze Seriennummer. Ich hatte das Glück, ich habe einmal 3 Scheine und einmal 2 Scheine jeweils quasi fortlaufend, auch immer im 9er Abstand. Ja, das Motiv auf der Rückseite quasi ähnlich wie beim alten 10-Euro-Schein, wieder hier Europakarte und in der Mitte nochmal der Streifen mit 10 Euro. Ja, das wäre es ansonsten soweit dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!